Sound starts at 41 seconds. Please be patient. Liebesgrüße aus dem Computer. In der verborgenen Welt der Bits und Bytes vollzieht sich eine stille Revolution, deren erste Auswirkungen gerade sichtbar werden. Dies ist die Wirklichkeit, die man kennt, selbst wenn sie auf elektronischem Weg ins Haus kommt. Diese Landschaft ist dennoch real für jeden, der sich zum Beispiel an die Küste Kaliforniens begibt, genau so erlebbar. Anders die künstliche Wirklichkeit der computererzeugten Bilder. In diese Welt gibt es keinen Zutritt. Der Bildschirm ist lediglich ein Fenster. Noch ist die Natur mit ihrem Reichtum an Formen, Farben und Bewegungen eindeutig im Vorsprung. Sie ist heute die größte Herausforderung für die Computergrafik, eine Art Messlatte, an der sich die Entwicklung abschätzen lässt. Doch der Abstand schrumpft. Das Ziel der Computergrafik ist klar, die fotorealistische Welt. Die Stationen der Entwicklung heißen größerer Detailreichtum, naturgetreue Oberflächen und natürliche Bewegungen. Dieser computererzeugte Trickfilm von Lucasfilm ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Realismus. Weniger die cartoonhaften Hauptdarsteller erstaunten die Fachwelt, als vielmehr die sehr natürlich wirkende Waldkulisse und die fließenden Bewegungen mit programmierter Unschärfe. Selbst Supercomputer benötigen für jedes Bild rund 20 Minuten. Viel kostbare Rechenzeit, wenn man bedenkt, dass erst 25 Bilder eine Filmsekunde ausmachen. Schnellere Ergebnisse verspricht dagegen Pixar, der erste spezialisierte Bildcomputer der Welt, der bereits bei diesem Film zum Einsatz kam. To make this particular picture. Um speziell dieses Bild herzustellen, begannen wir mit einem neutralen Hintergrund. Wir haben dann verschiedene Baumarten auf einem anderen Computer gezeichnet. Diese werden gemischt und zu einem neuen Bild von hinten nach vorne zusammengesetzt, als ob man Folien übereinander legt. Der Rechner hier kombiniert nun die Bilder dieser Szene. Im Moment laufen hier 40 bis 50 Millionen Computeroperationen pro Sekunde. Bei der immer noch beschränkten Computerleistung können wir jetzt nur relativ einfache Bildgegenstände darstellen. In der Zukunft werden wir Objekte jedoch völlig naturgetreu erzeugen können. Dazu müssen die Computerkosten allerdings auf ein Hundertstel des heutigen Preisniveaus fallen. Dann werden computeranimierte Spielfilme möglich. For that to happen, the cost of computation has to come down by a factor of about 100. And then we will see computer animated feature films. Ein eindrucksvolles Beispiel für den Einsatz von Computeranimation im Spielfilm zeigt eines der letzten Produkte aus Steven Spielbergs Filmimperium. Für die perfekte Montage des computererzeugten Glasscherbenritters in die Realszene sorgte der Bildcomputer Pixar. Das täuschend echt wirkende Zusammenspiel des realen Schauspielers mit dem künstlichen Wesen ist ein Anfang. Hier könnte sich die Wiederauferstehung längst verblichener Leinwandgrößen ankündigen. One of the areas where we found a lot of interest in the Ein interessantes Einsatzgebiet unseres Computers außerhalb der Filmindustrie ist die Medizin. Mediziner bedienen sich heute alle möglichen Arten von Diagnosegeräten wie Computer, Röntgen und Kernspintomographen. Diese Maschinen erzeugen zunächst einmal Schwarz-Weiß-Querschnitte des menschlichen Körpers. Hier haben wir 12 solcher Röntgentomographiescheiben aus dem Hüftbereich eines Patienten. Wir benutzen diese Daten zur farblichen Differenzierung des Gewebes, um deutlich zu machen, wo ist Luft,
wo ist Knochen, wo ist Fett und wo die Muskeln. Wir stapelten diese ca. 50 Querschnitte im Computer und betrachteten sie rundherum aus 48 verschiedenen Blickwinkeln und erzeugten so 48 Bilder einer vollständigen Drehung. Diese Bilder wurden im Gedächtnis des Computers gespeichert und können nun wie ein kurzer Film nacheinander abgerufen werden. These animated frames, animated sequence frames, are stored in the memory of the image computer, and we're using the video system to selectively view these like a film loop or a short movie. Intern wird dieses Beispiel die fette Dame genannt, weil die grün gefärbte äußere Schicht reines Fettgewebe der Patientin darstellt. Erst diese elektronische Rekonstruktion des lebenden Körpers machte einen Harnleiterstein sichtbar, der bei den isolierten Querschnitten verborgen blieb. Die Muskeln erscheinen plastisch, wie frisch seziert. Nirgendwo sonst wird die künstliche Wirklichkeit des Computers so sehr zum Realitätsersatz wie bei der Flugsimulation. Dieser normalerweise vor der Öffentlichkeit streng abgeschirmte NASA-Flugsimulator überträgt selbst die scheinbaren Bewegungen der Flugmanöver täuschend echt auf das hermetisch geschlossene Testcockpit. Im Inneren der Kapsel, die bis zu 25 Meter in die Tiefe stürzen kann, erlebt der Pilot die perfekte Illusion eines Fluges. Der Rechner baut den vermeintlichen Blick aus der Kanzel in Millisekunden aus kleinen geometrischen Bildelementen auf und reagiert mit jeder Einzelheit auf die Manöver des Piloten. In diesem NASA-Großsimulator werden keine Piloten geschult. Es wird das Flugverhalten neuer Maschinen erprobt. Hier kann also die Idee eines Flugzeuges, von dem noch keine Schraube existiert, regelrecht testgeflogen werden. Sie werden sich fragen, wozu man so einen großen Simulator wie diesen hier braucht. Der Grund ist, dass wir so viel Realität wie eben möglich dem Piloten geben wollen, wenn wir völlig neue Konzepte von Flugzeugen, Raumschiffen oder wie in diesem Fall von Hubschraubern testfliegen wollen. Der Simulator braucht diesen großen Raum, um dem Piloten ein realistisches Gefühl für die Bewegungen der Maschinen zu vermitteln. Er nutzt diese spezifischen Antworten der Maschine zur Einschätzung, wie sie sich bei bestimmten Manövern verhält und reagiert entsprechend. Uns wird oft die Frage gestellt, ob der Pilot irgendwann vergisst, dass er sich in einem Simulator befindet und das Gefühl hat, wirklich zu fliegen. Nein, er ist sich eigentlich immer der Simulation bewusst. Er muss sogar eine Art geistige Bereitschaft gegenüber dem Simulator mitbringen, um sich ganz auf diese Wirklichkeit einzulassen. Eine derartige Distanz ist wohl nur routinierten alten Hasen möglich. Das perfekte computergesteuerte Zusammenspiel von Bild, natürlicher Geräuschkulisse und Bewegungen erzeugt im Inneren der Testkapsel eine Realität, der man sich kaum entziehen kann. Der neue Echtzeitsimulator des weltgrößten Spezialisten für künstliche Wirklichkeiten, Evans & Sutherland, übertrifft an Realitätsnähe alles, was bisher angeboten wurde. Selbst bei so schwierigen Bildobjekten wie unregelmäßigen Wolken oder Wellen. Tür an Tür mit einem futuristisch anmutenden U-Boot-Dock der US Navy liegt der Flugsimulator der ehemals zivilen Organisation NASA. Ständige Geldknappheit und Prestigeverluste nach dem Shuttle-Desaster treiben die NASA jedoch mehr und mehr in die Arme des Militärs. Mit dem immer komplizierter werdenden Kriegsgerät steigen auch die Anforderungen an die Perfektion der Computerrealität. Auch hier gilt die Devise: mehr Details, realistischere Oberflächen und natürlichere Bewegungen. Dies alles in Mikrosekunden, die dem Rechner bleiben, um das Bild aus kleinen geometrischen Grundmustern wie ein Mosaik aufzubauen. Bei dieser Simulation eines Senkrechtstarters hat der Pilot die Möglichkeit, neben dem normalen Blick aus der Kanzel hinter sich selbst als Beobachter herzufliegen oder sich beim Landemanöver vom Boden aus zuzuschauen.
Selbst der Space Shuttle absolvierte seine Testflüge in der Computersimulation. Hier übertraf die künstliche Wirklichkeit die Realität, da der Shuttle keinen einzigen Testflug vor seiner ersten Mission absolvieren konnte. Das Computerszenario ist von den bekannten Nachrichtenbildern des landenden Shuttles kaum mehr zu unterscheiden. Doch auch auf dem Boden helfen Computersimulationen bei der Erprobung neuer technischer Konzepte. Der erste Fahrsimulator für zivile Zwecke steht in Berlin. Fahrbahneigenschaften, Sicht, Wetterverhältnisse, Straßentyp und Verlauf lassen sich dem Experiment entsprechend frei wählen. Das Ziel ist, konstruktive Veränderungen am Wagen unter allen möglichen Bedingungen gefahrlos zu testen, bevor das Bauteil angefertigt wird und kostspielige Versuche auf der Straße durchläuft. Veränderungen der Konstruktion können künftig direkt am Terminal des Computers vorgenommen werden. Schraubendrehen entfällt. Unfallforschung ist ein weiterer Einsatzbereich des Berliner Fahrsimulators. Videoprojektoren projizieren das Bild der Straßensituation in das Innere des Simulationsdomes. Die computergesteuerte Pneumatik überträgt die scheinbaren Bewegungen des Fahrzeugs auf die Plattform. Je nach Testserie lassen sich die Wagentypen und Fahrverhalten austauschen. Manchmal wird die Einfallslosigkeit moderner Zweckbauten auf die geringen Möglichkeiten früherer Architekturcomputer zurückgeführt, die nichts besser konnten, als Klötzchen aufeinander zu stapeln. Heute ist Computer-Aided Design schon fast ein Standard mittelgroßer Architekturbüros. Neben rein konstruktiven Aufgaben übernimmt der Computer immer mehr die Simulation des fertigen Gebäudes, um eine bessere Verständigung mit dem Auftraggeber zu erreichen. Neueste Bestrebungen gehen so weit, dem Bauherrn einen computersimulierten Spaziergang durch das geplante Gebäude zu ermöglichen. Pionier auf diesem Gebiet ist Turner Whitted. Eines unserer Hauptziele ist, normale Zeichnungen und Modelle in der Architektur durch den Computer zu ersetzen. Bis dahin gibt es drei Etappen. Nummer eins, wir wollen Computergrafiken entwickeln, die die alten Handskizzen bei Präsentationen ablösen. Nummer zwei, wir wollen dem Architekten ein Verständigungsmittel für die Verhandlungen mit dem Kunden an die Hand geben. Nummer drei, und das ist wohl das Ehrgeizigste, wir möchten den Computer in den kreativen Prozess hineinbringen, als eine Art Assistenten des Architekten. Sort of an architect's assistant. Because this system is interactive, da man mit dem System wechselseitig arbeiten kann, ist es ein Verständigungsmedium zwischen Architekt und Auftraggeber. Man kann sich frei durch den Datenstamm bewegen und die verschiedenen Teile des Gebäudes unter einem vorbestimmten Blickwinkel betrachten. Dabei sind die Gesichtshöhe, die Richtung, Lichtquellen und Beleuchtungsstärke beliebig wählbar. Erste Ergebnisse zeigt ein Gang durch den Rohbau des neuen Computerzentrums der Universität. Die räumlichen Verhältnisse können so beurteilt und erlebt werden, als würde man wirklich durch das Gebäude gehen. Der Computer als Partner der Kreativen? An Berührungsängsten dürfte es kaum mangeln. Trotzdem wagt die New Yorker Hochschule für Modedesign ein Experiment mit Simulationstechniken in der Gestaltung. An sich selbst als digitales Model erproben die Studenten mit dem Computer neue Variationen über das alte Thema Mode. Dazu die Leiterin des Computergrafikzentrums im FIT. Der Computer im Bereich von Kunst und Design gibt den Studenten die Möglichkeit, komplizierte visuelle Prozesse auf eine neue Weise zu verarbeiten. Man kann zwar alle herkömmlichen Methoden damit imitieren, doch ich erwarte von meinen Studenten mehr. Etwas Neues auszuprobieren, anstatt das zu tun, was sie ohnehin können. Ich sehe den Computer als ein Medium, das einen künstlerischen Menschen anregt, neue Pfade zu betreten. Denn sowohl der gedankliche Prozess als auch die Entscheidungsfindung werden von der Geschwindigkeit, mit der der Computer Ideen darstellen kann, beeinflusst.